Leute, Killern ist wieder zurück und heute haben wir uns eine Top 5 überlegt über das Spiel Pokémon Sun and Moon, was noch nicht erschienen ist, aber wir haben uns da Sachen rausgesucht, die richtig geil wären, wenn sie drankommen würden. Und zwar kommen wir jetzt zu Platz Nummer 5. Da haben wir uns gedacht, dass so oder so neue Pokémon erscheinen werden, weil es eine neue Generation ist. Aber diese Pokémon, die müssen auch balanced sein. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht so overpowered sein, so wie Arceus, was dann Mewtwo Konkurrenz gemacht haben, dass sie deswegen da Mewtwo eine Mega-Entwicklung geben mussten und so und so. Das heißt, einfach neue Pokémon mit geilen Designs, aber balanced Statuswerte, dass man auch Viecher aus der ersten Generation nehmen kann. So Leute, bei Platz Nummer 4 haben wir uns nochmal die Customization von X und Y beiseite gelegt. Genauso auch die Customization der Pokébälle von Diamant und Perl damals, wo man mit Stickern und allem möglichen sie verzieren konnte und somit ein individuelles Spiel kreieren konnte. Und das jetzt nochmal beibehalten, alles in eine Edition geballert, wäre richtig geil, dass man praktisch sehr viel an den Spieler persönlich anpassen kann. Und das wäre einfach mal eine richtig geile Idee, was Game Freak da raushauen könnte. So, Platz Nummer 3 ist wieder mal etwas, was eigentlich ziemlich klar sein sollte für ein Spiel, und zwar eine gescheite Story. Die Story war in der ersten Generation ganz geil mit den richtigen Rivalen, das könnte man auch noch da in diesen Punkt mit reinfließen lassen, dass man wirklich mal wieder eine Herausforderung hat und man in das Geschehen mit eingebunden wird. Mit zum Beispiel Omega Rubin oder damals Rubin mit den Parallelwelten, dass es Team Aqua und Team Magma gibt. Und da möchte ich wirklich wieder irgendwas, was richtig auflebt und einfach Bock macht, den Karrieremodus durchzuzocken. Dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2. Und zwar ist das nicht Mega-Entwicklung, neue Mega-Entwicklung, welche Pokémon Mega-Entwicklung bekommen, sondern einfach mal wieder ganz normale Weiterentwicklung. Genauso wie damals bei Diamant und Perl, wo dann Jan Mega eingeführt wurde, Elle Voltec, Magnezone, Tangolos, die ganze Scheiße. Einfach, es gibt viele Pokémon, die einfach eine normale Entwicklung bräuchten und nicht einfach eine Mega-Entwicklung. Weil zum Beispiel Porenta bräuchte noch eine normale Hypno, könnte ich mir auch mal vorstellen, dass da noch eine dritte Entwicklung rauskommen würde. Also einfach normale, geile Viecher aus der ersten Generation, aus den älteren Generationen einfach nochmal eine geile Entwicklung geben, ohne dass man das mit diesem Mega-Entwicklungsscheiß machen muss. Weil ich bin eh kein Fan von Mega-Entwicklungen, aber trotzdem, da müsste einfach mal wieder ein Reboot kommen aus den alten Generationen. Und zu guter Letzt kommen wir zu Platz 1, alternative Battlegrounds. Ja, alternative Battlegrounds fällt mir jetzt gerade nochmal in den grafisch hohen Editionen, so Omega Rubin, XY, auch schon Schwarz und Weiß und alles mögliche auf, dass man, wenn es online Wi-Fi-Battles macht, was ziemlich populär ist momentan mit den ganzen Ranked-Games und Turnieren und allem möglichen, dass man immer diese langweilige Wi-Fi-Battleground hat und das irgendwann nervt. Und wenn man jetzt in die Karriere geht und da einfach sieht, so Special-Kämpfe gegen Heiko oder hier gegen den Champion oder was, einfach der Hintergrund dieser Battleground. Man hat da nur eine Möglichkeit, den zu sehen, indem man jetzt einfach mal durch die Liga rusht, aber das hat dann auch keinen Spaß mehr. Und das stelle ich mir vor, dass man das auch nochmal zu dieser Customization aus Platz 4 einführen könnte, dass man praktisch Musik anstellen kann, Battleground, oder dass es auch generell einfach ein Zufall ist, auf was man spielt. Ich meine, es hat ja keinen Einfluss und so, aber es wäre einfach geil, dass man praktisch, wenn man jetzt Wi-Fi-Battle macht und dann auf einmal so einen richtig geilen Hintergrund macht. Ich meine, da haben sich auch Entwickler dran gesetzt, sowas zu kreieren, und da dann immer in der Wi-Fi, was man letztendlich am meisten spielt, dann immer denselben langweiligen Scheiß raucht, sondern irgendwann geht's einem auf die Eier. So Leute, das waren unsere Killer-Top 5 zu den Spielen Pokémon Sun und Moon, was wir denken, was sie reinballern sollten, damit sie einfach Pokémon das Spiel noch geiler machen würden. Die Spiele sind ohnehin schon geil und da muss man einfach sagen, es wäre noch viel geiler, wenn diese Top 5 von uns einfach übernommen werden. Ich hoffe, dass ihr unsere Meinung teilt. Vielleicht habt ihr auch selber Widersprüche gefunden oder selber Ideen, die könnt ihr ja alle mal in die Kommentare ballern. Und da kann ich nur sagen, wir hauen am Freitag oder Samstag einen Livestream raus, wo die erste Gameplay-Announcement kommt von Pokémon Sun and Moon. Hier auf YouTube starten wir einen Livestream. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Dann kann ich nur noch sagen, bis dann, und man sieht sich vielleicht beim nächsten Video.